Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 5 Party Modus German von mir, Ninjashitendo. Wir sind hier immer noch am Regenbogentraum dran, aber ich denke mal, so lange wird das Ganze nicht mehr dauern. Ich bin wieder euer Ninjashitendo und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, mal schauen, wo ist ein Stern? Da ist Stern. Na gut, wir haben eh drei Sterne, aber na komm, gehen wir trotzdem mal hin. Also besser gesagt hier runter. Ob wir noch zum Stern kommen, weiß ich nicht. Und wenn, ist eh nicht so schlimm. Ich meine, man sieht es ja hier, wir sind Führender, auf jeden Fall. Mit drei Sternen. Das ist schon hart. Okay, Leute. Wir reden mal, also das ist hier wieder eine neue Aufnahme-Session, die ich hier gerade mache. Die gestrige war ja halt, also na, gestrige ja auch, war eine gestrige, aber ihr merktet ja eh nicht. Da ging es ja ein bisschen um die Mario Kart-Serie, habe ich so ein bisschen was von erzählt. Und jetzt habe ich mir mal ein bisschen vorgenommen, mal was Größeres zu nehmen. Und das ist so machen wir mal allgemein die Super Mario Serie. Ich weiß, es gibt sehr viele Teile davon, auch noch so Game Boy und also sehr viele. Es gibt sehr viele Spiele davon so. Ich glaube, ich werde jetzt nicht alle auf die Reihe bekommen. Aber ich meine, ich hatte auch nicht alle gespielt gehabt mein ganzes Leben. Also von daher. ja. Wir fangen immer an, wie immer, mit meiner Erfahrung, was mein erstes Beispiel war und ja, und arbeiten uns dann so immer weiter hoch und dann gehen wir noch die komplette Reihe durch und ich hoffe, es macht euch Spaß zuzuhören. Ja, gut, aber wir warten hier, bevor ich anfange, wir machen hier kurz nochmal ein kleines Mini-Spiel und dann geht's gleich los. Oh, Ketten und, oh nee, der war dumm. Ah, der kann Sterne klauen. Ja, die wird bestimmt Stern machen. Bei mir. Egal. Auch gut. Wollen wir wetten? Computer macht trotzdem nicht. Ich meine, komm, ihr habt die meisten. Aber klar. Ja, gut. Da ist jetzt doof. Konnte ich jetzt auch nichts machen. Aber gut. Ein Stern weniger. Sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. Das fällt ja schon böse da. Alter, der hat zwei Ketten und Felder. Habt ihr das mal gesehen? Das ist ja wie zwei Sternfelder. Wenn man die Münzen fährt noch. Wenn ihr, sagen wir, nochmal eine 1 würfelt, könnt ihr. Nein, die könnt ihr nicht nochmal. Naja, ihr braucht da 15 Münzen. Nichts braucht man Münzen dafür. Das ist gut. So. 1 gegen 3 Minispiel. Alle gegen Daisy. Ja, gut so. Komm, was Schönes. Und. Reifenrüpel. Mal wieder. Okay, dann wollen wir mal. Kennen wir ja schon das Spiel. Von daher. Gibt es nicht viel zu erzählen. Erstmal schön A drücken. Und dann hier so ein bisschen manövrieren. Okay, das war grad knapp. Yay, wir fliegen. Also so schwer ist am Spiel jetzt nun auch nicht. Und ich meine, wir schaffen es ja meist durch. Ja. Alle geschafft. Jetzt haben wir gewonnen. Wäre schön, dass wir da so einen Schneemann noch hingestellt haben. Oder besser gesagt, dieses Haus. Einfach so. Einfach fürs Detail. Okay, haben wir das auch? Genau. Okay. Fangen wir mal ein bisschen an zu erzählen. Also, mein erster Kontakt mit Super Mario war damals auf der N64, Super Mario 64, würde ich sagen, mal gewesen. Ja. Was kann ich da groß erzählen? Also, damals war man ja noch klein gewesen. Und da wusste man noch nicht so viel. Ich glaube aber, meine Eltern hatten einen vollen Spielstand gehabt. 120 Sterne, oder? Oder? Weiß ich das nicht so genau. Ich überlege gerade ein bisschen. Ja, ich glaube. Ah, komm. Ist egal. Oder? Oder glaube ich keine 120 Sterne. Oder? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann hatte ich, glaube ich, versucht, einen Spielstand zu. Oder ich hatte mal diesen genommen und irgendwie was drauf gespielt. Und. Wie bin ich dann immer zu irgendwelchen Sachen hingegangen?
irgendwie auch was mit einem Ha. Also ihr kennt ja da unten im Keller diesen Hasen, da bin ich halt in diese Wand da reingerutscht und so. Wo es ja dieses eine Level gibt. Oh, wow. Macht, wir spielen um eine Münze. Wow. Schon wieder fremde Flugmelder und ich lager. Ja. 17. Ja, also war ich mal in diese eine Welt da mal reingegangen, da wo nicht reingegangen oder irgendwie mal dagegen gedonnert, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es mal so gewesen, ich das Spiel halt nicht wirklich verstanden, nachdem man war noch klein gewesen, da konnte man noch nicht so viel verstehen. Das ist auch klar. Ich hätte gerne wieder was Gelbes. Schön. Oh, ey, mein Block. Geht doch. Auch noch irgendwas Gelbes. Aha, komm, Gelb, sonst muss ich eine andere Farbe anfangen. Ah, ein Block, super. Nehmen will, haben will. Ah, jetzt bräuchte da oben so ein Einser-Block. Perfekt, und jetzt noch so ein Vierer-Gelb. Dann will ich mich feiern. Komm schon, Vierer-Gelb. Vierer-Gelb, Vierer-Gelb. Oh, kein Vierer-Gelb. Ich hab ein Zweier-Gelb. Ja, dann machen wir jetzt entweder Einzelteile oder... Nein! Scheiße. Ja, ich muss jetzt andere Farben. Ist egal. Krieg nicht mehr hin. Oh nein, jetzt brauche ich ja nur einen Einzelblock. Scheiße, ich habe Fehler gebaut. Und was für ein. Oh nein. Hin. Ja. Ja, danke. Das gibt jetzt richtig Punkte. Damit haben wir gewonnen. Ach, wunderschön. Okay. Also so bei 65. Ja. Da habe ich mich, glaube ich, mal so ein bisschen rumbewegt in der Welt. Wusste auch, glaube ich, nicht so viel von. Und ja. Irgendwie rumbewegt. Irgendwie hatte ich dann irgendwie noch gedacht, dass es dann im Keller irgendwie in diesen langen Gang, wo es irgendwie zum Keller gehen soll, also in diesen Hauptraum vom Keller gehen sollte. Irgendwie hatten mir meine Eltern dann mal erzählt gehabt, da wäre irgendwie die grüne Kappe gewesen. Irgendwie oben, unten, Hand oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall lagen sie da falsch. Was ich ja nun heute weiß. Aber naja, gut. Irgendwie haben wir das Spiel irgendwie damals geschafft. Wie genau, weiß ich nicht. Gut. Ja. Das war so N64 gewesen. Dann kam sogar mal Sunshine. Da muss ich mal überlegen. Also mal Sunshine kam ja so 2002, 2003, irgendwie sowas raus. Denke ich mal, hoffe ich. Ich glaube, das passt. Und... an der Tag gelaufen. Super Mario Sunshine. Boah, ist eine gute Frage gewesen. Ich glaube, da war mal so gewesen, ob meine Mutter damals immer gespielt hat und ich hatte zugeschaut. Aber bei Super Mario Sunshine auch schon der Fall gewesen. Boah, Super Mario Sunshine habe ich gerade gar keine kindliche Erinnerung. Ich würde gerade nichts einfallen. Ne. Keine Ahnung. Ja gut, da war ich auch schon wieder. Ah, war ich auch schon wieder ein bisschen älter, aber. Ob ich da jetzt gespielt habe oder nicht. Ist eine andere Frage. Jo, ja, wollen wir mal. Wie ging das Spiel? Ach ja, so links, rechts sogar. Yay. Hat so viel Spaß. Noch mal Wario. Wow. Aber ich werde jetzt aber auch gleich gegen gedonnert. Von daher war es nicht so schlimm gewesen. Ich frage mich, ob ein Einzelner ein leichter ist. Aber wieso? Das sieht schon. Ach, ist da noch eine. Ach so, wir sind gleich fertig. Wir sind ja gerade mal hier bei einer Hälfte. Wie bei Mario Kart, wie man sagen würde, wie nennt man die? Zwischenziele. Ich weiß es gar nicht. Sagen wir mal Zwischenziele. Etappenziele oder wie sowas. Und? Finish. Wer war jetzt Erster? Gleichstand? Wirklich? Gleichstand? Okay. Gleichstand bei so einem Spiel? Okay, lass ich mal so gelten. Okay. Nach Super Mario Sunshine. Ich rede jetzt mal nur von den großen Spielen, also für die Konsole. Ja, erstmal letzte 5 Züge.
Wow, knie nieder vor Bowser, hier stehen jetzt Platzierungen. Auf dem ersten Platz ist Yoshi, Daisy ist auf 2, Boo 3 und Mario Schlusslicht. Soll aber das Ende sein? Ach, wie trivial. Jetzt darf der Wario irgendwas Schönes machen. Also, weil du kommst früh, kommst das Ruder gerissen, sammelst deine Kräfte für Super Sonder extra Lotto. Ey, mal 3. Das ist mal so unnötig, finde ich. Wunderbar, jetzt haben wir dreifachen Wert. Oh nein, Bruder, dreifachen Münzen werden, wenn sie 2 bewegen. Oh, Duell, oh, schrecklich. Naja. Okay. Ja. Wollen wir gegen sie. Ha, ich glaube, das. Ach, kann ich mich sogar daran erinnern. Ich glaube, das war auf jeden Fall noch so gewesen, dass meine Mutter das gespielt hat, die ich auch noch zugeschaut hatte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir bei einem Bowser-Schloss, wo es dann diese Tetris, also so diese Tetris-Blöcke gab mit der Gravitation, die sich so geändert hatte. Da kann ich mich noch erinnern, dass meine Mutter damals sehr oft gestorben ist. Und ich ihr dann irgendwie Zettel geschrieben, irgendwie habe ich mir dann so einen Zettel geschrieben. Und dann halt diesen Block und dann halt aufgemalt, wie es am besten rumgehen sollte. Da habe ich ihr, halt, glaube ich, vorgezeigt. Und was die Reaktion jetzt genau war, weiß ich zwar nicht mehr, aber ich glaube, meine Mutter hat das Spiel dann auch aufgehen gehabt, weil das Spiel, glaube ich, für sie zu schwer wurde. Da muss ich ja mal überlegen, haben sie also, da hat es meine Mutter auch sogar mal anscheinend gespielt gehabt. Aber ich kann mir ja nichts erinnern. Keine Ahnung. Naja. Ja. Dann hat sie es aufgegeben. Und dann hatte ich irgendwann angefangen. Damit zu spielen. Wann genau? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ja. Ja, okay. Und so war GXC 2. Ist er dann der Nachfolger gewesen? Und das ist klar, da war ja schon das Feier. Weiß ich noch, habe ich immer war ich richtig drauf gefeiert gewesen, also richtig so gehypt gewesen. Und mein Französischchef damals, habe ich noch da, ich glaube, das kam damals 11. Juni 2010 raus. Irgendwie sowas. Ich kenne mich mit den Release-Daten so schlecht aus, also ich könnte nur sagen, wie war das hin? Ah, 2010 könnte das stimmen. Na, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, irgendwie so was Juni, Juli, was weiß ich. Ist ja egal. Und dann hatte ich mir halt rechts am Rand daneben geschrieben, der Release-Datum. Und dann immer, dann habe ich glaube, darunter geschrieben gehabt noch 15, also 10, 15 Tage oder sowas. Kann ich noch an erinnern. Jo, und dann kommt das Spiel irgendwann raus. Oh, und dann gespielt. Okay, wir bleiben alle ganz gut tapfer drin. Das gefällt mir. Ja, Rosa Daisy. Und perfekt. Runde. Ding, ding, ding. Ach ne, gibt noch eine Runde. Okay, hey, jetzt wird nicht fehlen, 200 Y. Aber egal, wir haben gewonnen. Sieg. Yoshi, Daisy. Wunderschön. Gut, jetzt überlege ich mal, ja, dann habe ich jetzt eigentlich so die großen Konsolen durchgehört. Hatte ich irgendwie von Game Boy irgendwie sowas. Super Mario Spiel gehabt. Also ich weiß, Leute, es gibt ja halt noch hier zum Beispiel Mario Land oder Super Mario World für den GBA gab es ja auch oder Game Boy. Ne, GBA, ne, muss GBA gewesen sein. Muss ich hier überhaupt drüber? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich irgendwie drauf gedrückt. Karte. Ja, benutzt mal Katzenshop. Blablabla, welche Kapsel sein? Lop und Lop. Das ist eine Koopa-Bank-Kapsel. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, ob wo jetzt der Stern gerade war. Kann ich noch nicht aufrufen, die Karte. Schade. Oh, Bowser auch noch. Ja. Hat jetzt die ganze Super Mario Welt mal hier noch mal handelt? Der ist. DS, ne, New Super Mario Bros. DS hatte ich nicht gehabt, das weiß ich noch. Ah, wir haben auch noch ein paar Spiele vergessen, wir waren schon wieder viel zu weit. Das war jetzt Gleichstand? Hey. Das habe ich nicht aufgepasst. Was passiert jetzt? Wenn dann müssen ist der nächste. Wir wurden vertauscht, die Plätze, ne? Ja, das ist Daisy da. Okay, passt schon.
Ja, schon wieder viel so schnell. Danach Super Mario Galaxy 2 kam ja in Super Mario 3D World. Ach ja, ich habe auch noch 3D Land für den Rest gehabt. 3DS gehabt, guck mal. Ich vergesse wieder so viel. fangen wir mal mit 3D Land an. 3D Land fand ich damals. Dann wurde ja auch damals gleichzeitig mit Mario Kart 7 angekündigt. Da war ich eigentlich auch sehr gehypt. Also hat mir auch sehr gefallen. Von den Screenshots her und so. Oder so, das Spiel hat dann auch später ganz schön viel Spaß gemacht. Mal so sagen. Ja. Gut. Dann geht es natürlich weiter mit 3D World für Wii U. Da muss ich jetzt mal wirklich sagen, also das war ja eigentlich so gewesen, ein neuer. Das war irgendwie für mich so nur Super Mario Bros. Nur besser gewesen. Fand ich jetzt persönlich. Also gehypt auf dieses Spiel war ich jetzt nicht wirklich. Und ich glaube, als es auch rauskam, habe ich es auch noch nicht gleich im Release Days gekauft gehabt. So, ich hatte gewartet. Irgendwie. Für irgendeine Zeit. Aber Leute, ich würde erstmal vorschlagen, wir machen im nächsten Part weiter mit Let's Play My Party 5 Party-Modus und reden dann weiter. Und ich würde vorschlagen, bis dahin sage ich Ciao, euer Ninjashi. Bis dann noch.